fliegt mit den Gänsen davon. Die Gegend, das ist schon, und jetzt dauert es nicht mehr lange und wir müssen Abschied nehmen. Huh? Nein, ich erkenn's nicht. Macht nichts, ist ja auch schon eine Weile her, dass wir über diese Gegend hinweggeflogen sind. Ja. Ob sie sich freut? Seltsam. Ich kann mich überhaupt nicht freuen. Gunnar, komm mal her! Ich will dich was fragen. Ja, Nils, was ist denn? Können wir nicht langsamer fliegen? Ich will nicht so schnell nach Hause. Ich möchte bei euch bleiben. Bitte, Gunnar. Gut, ich werde Akka sagen, dass wir noch eine Pause einlegen. Hurra! Juhu, wir können noch etwas zusammenbleiben. Wir müssen noch nicht Abschied nehmen. Wir machen es uns heute alle so schön wie möglich. Wir tun nur das, wozu wir Lust haben. Nils? Ja? Du weißt ja, sobald wir dich bei deinen Eltern abgesetzt haben, müssen wir leider weiter nach Süden fliegen. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass du uns allen ganz bestimmt sehr fehlen wirst. Ich weiß, Gunnar. Ihr mir auch. Morgen! Morgen sind wir wieder zu Hause. Mama, weißt du, warum Papa heute so viel lachen muss? Er freut sich auf sein Zuhause. Morgen kann er uns allen zeigen, wo er aufgewachsen ist und wo er glücklich war. Aber er hat doch immer erzählt, dass er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Genau den will er uns ja zeigen. Er sagt, die Menschen, wo er aufgewachsen ist, wären immer so lieb gewesen. Menschen und lieb? Ich glaube kein Wort davon. Das kann nur schief gehen. Ach, Krümel, war das nicht ein wunderschöner Sommer. Morgen oder spätestens übermorgen werden wir meine Eltern wiedersehen. Ich bin sehr neugierig, was sie sagen werden, wenn sie merken, dass ich zurückgekommen bin. Ich glaube, sie werden fragen, hast du auf dem Regen gestanden? Du bist eingelaufen. Mach dich nicht über mich lustig, Krümel. Ich weiß sowieso noch nicht, wo ich den Mut hernehmen soll, es ihnen zu sagen. Ach, entschuldige, vielleicht geschieht noch ein Wunder. Ich glaube nicht an Wunder, obwohl gerade ich allen Grund dazu hätte. Ich weiß nur, was sich diese beiden Spechte damals erzählt haben. Das Wichtelmännchen spricht mit Akka. Er soll den Gänserich Martin nach Hause bringen. Oh. Der Junge soll mit ihm rechtzeitig zum St. Martinstag wieder nach Hause kommen. Psst, es belauscht uns jemand. Ich habe was anderes gehört. Mir hat man erzählt, du musst ein guter und braver Junge werden. Na, die Bedingung kann ich ja nun wirklich leicht erfüllen. Ich bin ein sehr guter Junge geworden. Ich weiß allerdings nicht so richtig, was ein sehr guter Junge so alles tun muss. Die Frage beantworte ich dir sofort. Ein guter Junge muss immer sehr lieb zu kleinen Hamstern sein. Das habe ich mir doch gedacht. Sowas musste ja kommen. Ich weiß schon, ein guter Junge muss kleine Hamster immer ordentlich füttern. Jawohl. Und selbstverständlich muss ein guter Junge auch dafür sorgen, dass sie ein warmes Plätzchen zum Schlafen haben. Ganz genau. Das war's, was ich gemeint habe. Jeden Tag einen süßen Apfel und ab und zu eine Karotte. Du bist ein Schlauberger. Ich bekomme jetzt immer den Apfel für die Schale. Wir drehen den Spieß einfach um. Hast du früher immer dumm geguckt, wenn ich dir die Schale gegeben habe? Wenn du willst, kannst du beim Käfig wohnen. Oh, entschuldige, Nils. Das wollte ich nicht. Es ist schwer zu erklären. Ich will dir die Hoffnung nicht nehmen, aber ich glaub's nicht. Und das ist mir vorhin einfach so rausgerutscht. Ich denke, du wirst vielleicht nie wieder groß. Krümel,
Hummel meint, ich werde vielleicht nie wieder groß. Aber die beiden Spechte, die ich belauscht habe, haben gesagt, dass ich nur den Gänserich Martin wieder nach Hause bringen muss. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Woran soll ich denn nun glauben? Nils, warum hat dich das Wichtelmännchen verzaubert? Ja, weil ich es geärgert habe. Nein, Nils, das ist nicht der einzige Grund und das weißt du genau. Du bist nicht nur verzaubert worden, weil du ein Wichtelmännchen mit dem Netz gefangen hast und es dann auch noch betrügen wolltest. Du bist für alles bestraft worden, was du vorher getan hast. Mit den Tieren bist du sehr grausam umgegangen. Und zu deinen Eltern warst du ungehorsam und böse. Du hast sie oft zum Weinen gebracht, das weißt du. Das Wichtelmännchen wollte dir damit eine Lehre erteilen. Es wollte, dass du lernst, über alles nachzudenken. Acker, ich... Bleib hier, Nils. Warum bist du denn auf einmal so traurig? Das hast du doch alles gewusst. Komm, Nils, sei nicht so. Da ist er ja. Nils! Spielst du mit uns, Nils? Nils, es ist doch langweilig. Wenn du willst, spielen wir nachlaufen oder verstecken. Wir können auch Bären suchen gehen. Was hast du denn, Nils? Haben wir dir etwas getan? Wenn du keine Lust hast zu spielen, dann kannst du uns auch etwas erzählen. Er will heute nichts von uns wissen. Nils, erzähl uns doch mal, wie es bei euch zu Hause aussieht. Nein, er soll lieber erzählen, warum er so klein ist. Ach, das wissen wir doch schon von Papa. Aber ich höre es immer wieder gern. Nein, ich will lieber eine neue Geschichte. Er soll überhaupt keine Geschichte erzählen. Schluss mit dem Geschrei! Was ist denn mit dir los? Wenn du Streit suchst, dann streite mich gar nicht. Das kannst halt den Schnabel, ich will es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr ertragen. So, jetzt reicht's mir aber. Nein, Nils! Haut ab! Nils, lass das! Schnell! Schnell! Nils! Da bist du also. Nils, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Überhaupt nichts. Lüg nicht! Ich hab ihn nicht angefasst. Er hat mir eben erzählt, dass du mit einem Stock auf ihn losgegangen bist. Du wolltest ihn schlagen. Nein! Lüg mich nicht an! Ich kenne dich. Ich brauch nur an früher zu denken, Nils. Nun nimm es dir nicht so zu Herzen, Nils. Er hat es ganz bestimmt nicht böse gemeint. Er hat dich nur erschrocken. Er ist empfindlich, wenn es um die Kinder geht. Das musst du doch verstehen. Bataki, hast du gewusst, dass er uns bisher gefolgt ist? Und mehr hat er nicht gesagt. Nein, ich habe mein Bestes getan, aber er bleibt bei seiner Meinung. Das glaube ich dir. Er kann sehr hart sein. Ich habe ihm ganz deutlich gesagt, dass ich das nicht richtig finde. Ich habe ihm gesagt, dass er meiner Ansicht nach übertreibt. Komm raus und zeig dich, Nils. Ich weiß, dass du da bist. Ja. Du hast mal wieder gelauscht. Du weißt genau, dass ich das nicht leiden kann. Wie viel konntest du von dem, was ich berichtet habe, verstehen? Sag's mir ehrlich. Nicht sehr viel. Ich weiß nur, dass es um mich und das Wichtelmännchen ging. Ich habe das Wichtelmännchen aufgesucht. Ja, stimmt, das hat er. Aber er war nur ganz kurz bei ihm. Das Wichtelmännchen hatte keine Zeit. Es war gerade wieder dabei, ins Haus einzuziehen. Bei der Eiche war es ihm zu kalt. Wenn das Wichtelmännchen wieder in euer Haus einzieht, dann kann das eigentlich nur etwas Gutes bedeuten. Bataki? Krümel? Es ist besser, wenn wir gehen. Ja. Ich möchte zu gern wissen, wie viel der Kleine wirklich mit angehört hat. Ja. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Wenn er sagt, dass er nichts gehört hat, dann hat er auch nichts gehört. Gemeinheit! Ich weiß genau, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich sehe es doch an ihren Gesichtern. Da ist doch etwas geschehen, was ich nicht wissen soll. Vielleicht weiß Bataki wirklich nichts. Das könnte ja sein. Du willst mich doch nur trösten. Hältst du mich eigentlich für einen Dummkopf? Manchmal ja und manchmal nein. Sehr komisch. Komm lieber mit. Ja, gern. Was soll ich? Ich soll hinter Bataki herfliegen und herausfinden, was er vorhat? Nein, das kann ich nicht. Das ist unmöglich. Bataki hat mit dem Wichtelmännchen gesprochen und will mir nicht sagen, was dabei herausgekommen ist. Bataki wird schon seine Gründe dafür haben. Nein, die hat er nicht. Nun komm schon, Martin. Hehehe, was fällt dir ein? Du kommst doch zu spät. Bildest du dir etwa wirklich ein, ich flieg ihm hinterher?
Du musst. Ich muss überhaupt nichts. Ich verlange endlich, dass du aufhörst, mich herumzukommandieren, als wärst du noch der Hütejunge und ich die Hausgans. Ich gehöre zu Akka von Kebne Kaises Wildgansschar. Nein, Moment mal, Martin, du gehörst mir. Seit wann bildest du dir denn das ein? Haben dich meine Eltern aufgezogen oder nicht, hä? Ja, das haben sie. Deine Eltern waren immer sehr gut zu mir und deswegen bin ich ihnen auch sehr dankbar. Von dir kann ich das allerdings nicht gerade behaupten. Ich nehme an, ich muss dich nicht erst daran erinnern, was du so alles mit mir angestellt hast, mein lieber Nils. Ich muss man aber anscheinend daran erinnern, dass er dir das Leben gerettet hat. Ja, einmal, aber 100-mal hat er mich gequält. Papa hat mir alles erzählt. Du bist nicht mehr mein Freund. Lass ihn, Krümel. Geht es euch gut, Kinder? Ja, ja, ja. Von mir aus kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst. Was hat er nur? Habe ich mir doch gedacht. Jetzt geht's nach Hause und dann nimmt er die alten Gewohnheiten wieder an. Nicht, bitte nicht, warte! Lass uns umkehren, der Wald ist so unheimlich, bitte, bitte. Das ist mir ganz egal, darauf kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Es geschieht Ihnen recht, wenn uns etwas passiert. Du, Krümel, wollen wir uns das Haus mal ansehen? Komm mit, los. Wozu denn? Ich weiß nicht. Stell dich nicht so an. Du bist ein Angsthase. Nein. Wo bleibst du denn, Krümel? Ich komm ja schon. Lass los! Hör mit diesem Theater auf. Guck, das Licht da oben. Guck, 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 guck. Und was soll da sein? Es ist doch weit und breit nichts zu sehen. Nils, guck, guck ganz schnell noch mal hin. Ich guck da hin, aber ich sehe nichts. Ich hab schon zweimal gesehen. Alles Einbildung. Du bleibst jetzt da sitzen, bis ich zurück bin. Ich komm dahinter. Ich find schon raus. Jetzt! Er kann einem mit seiner ständigen Angst wirklich auf die Nerven fallen. Seltsam. Beobachtet mich jemand? Ach was. Jetzt fange ich auch noch an, Gespenster zu sehen. Daran ist nur Krümel schuld. Krümel? Krümel! 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 Krümel, was hast du? Was ist mit dir? Sag etwas, Krümel! Gally! Schnell!
Martin! Gut gemacht. Und jetzt kommt meine Kleine. Martin! Wo hast du Nils gelassen? Ist er immer noch böse? Zwei Eulen, zwei ganz große, die flattern und hacken auf ihn ein. Ich komme. Zeig mir den Weg, aber schnell. Maus kann ja sprechen. Sieht gar nicht aus wie eine Maus. Was immer es ist, es lief weg wie eine Maus. Vielleicht doch. Nein, 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 ich bin keine Maus. Was wollen wir denn mit ihm machen, wenn es ein Wichtelmännchen ist? Dann essen wir es auch. Ja. Ich bin ein Junge. Ich bin Nils Holgersson aus Spermenhög. Dieses komische kleine Wesen redet wie ein Mensch. Wer weiß, vielleicht ist es einer. Umso besser. Ich wollte mir schon immer mal einen Menschen schnappen. Sehr gut. Eule! Ja! Kannst du das erkennen? Es ist viel zu hell für meine Augen. Oh, die beiden sind aber sehr groß, findest du nicht? Habe ich dir was anderes gesagt? Nils, ich komme! Wenn ihr das Wichtelmännchen nicht auf der Stelle freilasst, dann wird es euch verzaubern. Ah, er kann euch ganz leicht in einen Ackergaul verzaubern. Ja. Ackergaul gefällt mir sehr gut. Auf dem Acker leben die meisten Mäuse. Die wir dann gar nicht mehr brauchen, weil uns die Menschen füttern. Oder er verzaubert euch in eine Maus. In Maus? Das wird er nicht tun. Er wird sogar zusehen, wie ihr von euren eigenen Eulenfreunden aufgefressen werdet. Das bringt er bestimmt nicht über das Herz. Weiter, Martin. Das machst du gut. Seht euch nur den Hamster an. Er ist auch verzaubert worden. Er war früher viel größer. Ja, das war ganz schlimm, ganz furchtbar. Guckt mich an. Ich wurde ebenfalls verzaubert. Seht, ich war einmal ein Adler und zeitweilig sogar ein Schwan. Deshalb der Mut. Und jetzt ist er eine armselige, dicke Hausgans. Dabra, Kadabra, Simsala. Komm schnell! Du zitterst! Martin, du bist ein wundervoller, großartiger Held! Ach, wenn dieser Held doch nur aufhören könnte zu zittern! Martin! Nils! Ist ja schon gut! Wenn du nicht gekommen wärst, was hätte ich dann nur gemacht? Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht, Nils. Sehr große. Wenn du doch nur nicht immer weglaufen würdest. Da hast du gerade noch mal Glück gehabt, Nils. Der arme Nils. Er muss sich wirklich sehr... Ruh dich jetzt erst einmal aus, Nils. Und erhol dich von dem Schrecken. Ja, darf ich wieder unter deinem Flügel schlafen? Ja. Er muss es wissen. Sag es ihm, er muss sich selbst entscheiden können. Es geht nicht anders, Akka. Ich weiß, dass es schwer ist, aber du hast die Verantwortung übernommen. Nils! Nils! Akka, warum schläfst du nicht? Ich muss mit dir reden. Sei so lieb und komm mit. Die anderen müssen es nicht unbedingt hören.
hast gesehen, dass Bataki und ich miteinander gesprochen haben. Du weißt auch, dass es in diesem Gespräch um dich ging und um das Wichtelmännchen. Ja. Bataki hat vom Wichtelmännchen erfahren, dass du wieder ein großer Junge werden kannst, genauso wie du warst, bevor du verzaubert wurdest. Ja, ist das wirklich wahr? Aber du musst dafür etwas tun, was dir schwerfallen wird. Was? Sag mir doch endlich, was ich tun muss, Akka. Ich tue alles, ganz egal was. Nils, was ich dir jetzt sagen muss, ist nicht einfach für mich. Die Bedingung ist, dass Martin sterben muss. Was? Du musst ihn rechtzeitig zum St. Martinstag zurückbringen, damit er auf dem Markt verkauft werden kann. Du weißt, was das heißt, Nils. Nein. Nein! Ich tu's nicht! Nein! Nils! Nils! Martin, die Hausgans, ist zum Helden geworden. Nein. Nein. Nein, das kann ich nicht. Das bringe ich nicht fertig. Und dann bleibe ich lieber immer so klein wie ein Däumling. Am nächsten Morgen dachte Nils zuerst, alles sei ein böser Traum gewesen. Aber dann fiel ihm ein, dass Akka ihn aufgeweckt hatte und dass es Wirklichkeit war. Akka versuchte alles, um Nils zu trösten. Sie zeigte ihm sogar einen geheimen Goldschatz. Aber Nils wollte nur eins. Martin sollte am Leben bleiben und er wollte wieder seine richtige Größe bekommen. Doch von all dem wollen wir in unserer nächsten Geschichte erzählen. Thank you.